Experten nennen ihn gerne den saubersten See Deutschlands, der Königssee. Im Herzen des Nationalparks Berchtesgaden gelegen, malerisch eingebettet zwischen steilen Berghängen und gespeist durch 5 hochalpine Bäche. Hier leben die sagenumwobenen Schwarzreiter in der Tiefe. Und ihrem Geheimnis wollen wir auf den Grund gehen. Geheimnisvolle Fische im Königssee. Der Fischfang am Königssee hat eine lange Tradition. So sollen bereits um 1160 geräucherte Saiblinge in ein Heerlager von Kaiser Friedrich Barbarossa nach Italien verschickt worden sein. Heute führt diese Tradition Thomas Amort weiter. Er ist seit 2008 Fischwirtschaftsmeister und der einzige Berufsfischer am See. Seine größte Spezialität sind die sogenannten Schwarzreiter. Ja, wir sind jetzt da beim Vorbereiten von den Schwarzreiter zum Räuchern. Die Fische haben wir ja frisch geschlacht, sind ausgenommen und werden jetzt kurz eingesalzen mit einem Berchtesgadener Salz. Die Räuchermethode ist also einzigartig, die gibt es nur bei uns und sonst eigentlich nirgendwo auf der Welt. Die werden jetzt alle einzeln aufgespandelt mit Schaschlikstecker, einmal durch den Kopf, durch den Schwanz und einmal quer. Und dann kommen die auf unseren Räucherkasten drauf. Der Räucherkasten ist also aus Lärchenholz. Innen drin die schwarzen Steckerl, das sind also Haselnusssteckerl. Die nimmt man einfach her, damit die Fische da nicht ankleben, weil das ein ganz feines Fleisch ist und auf dem Eisenrost hatten die einfach ankleben. Mit dem Holzrost ist das besser. Da kleben die Fische nicht an und beim Umdrehen verletzt man die auch nicht. Das ist natürlich eine sehr arbeitsintensive Sache. So ein kleiner Fisch habe ich ungefähr 10-mal in der Hand, bis der fertig ist. Und der Gast muss also auch 5-6 Stück essen, dass er satt wird. Also jeder hat seine Arbeit damit, aber ich eigentlich die meiste. So, jetzt zünden wir da mit unserem Span die Schwarzreiter an. Also das Holz. Also da haben wir jetzt ein ganz spezielles Holz zum Räuchern. Das ist also Buchenholz. So eine Buche muss im Stehen verfaulen, damit die keinen Brennwert mehr hat. Die gibt ganz einen dicken Rauch und man sieht das, das kann man ganz leicht auseinanderbrechen. So einen Baum muss ich im Wald suchen, der wird dann 2 Jahre in der Sonne trocknet, dann wird er klargehackt und dann kann man das erst zum Räuchern hernehmen. In der 400 Jahre alten Räucherkammer im Fischerhaus werden sie nach alter Tradition zubereitet. Den da rein. Dann kommt der Deckel drauf. Angefangen hat der Tag für Fischer Amort bereits um 6 Uhr morgens. Von der Halbinsel St. Bartholomä startet er zum Fischfang. Über Nacht hat er sein Stellnetz ausgelegt. Der Königssee liegt 603 Meter über dem Meeresspiegel und ist damit einer der höchstgelegenen Alpenseen. Er ist 7,7 Kilometer lang, 1,2 Kilometer breit und beeindruckende 192 Meter tief. Trotz der strengen Schutzvorschriften im Nationalpark ist die Fischerei hier erlaubt, weil sie nachhaltig und im Einklang mit der Natur ausgeübt wird. Also jetzt habe ich die Leine da, mit dem ziehe ich mein Netz auf. Und so ab einer Tiefe von 30 Meter geht das Netz dann an. Das steht am Boden wie eine Wand und da verfangen sie die Fische.
Schwarzreiter ist eine spezielle Form von einem Saibling, den es nur da am Königssee in dieser Art und Weise gibt. Das sind schon ausgewachsene Fische, die 5-6 Jahre alt sind. Es ist also kein junger Fisch nicht, sondern der Fisch hat sich schon zweimal von alleine fortgepflanzt. Und die Maschen sind einfach so eingestellt, dass man den Fisch auch erst fängt, wenn er diese Größe hat. Somit ist ein natürliches Aufkommen im See immer gesichert und die Fische haben die richtige Größe zum Reichern. Halbzeit in der Räucherkammer. Thomas Armut überprüft, wie weit die Fische sind. Also ich nehme an, dass der Name Schwarzreiter vom Frühjahr her stammt. Die Fische werden aufgespannelt mit den Schaschlikstecker, reiten praktisch auf dem Steckerl im Ofen drin und durchs Reichern werden schwarz. Und wir nehmen alle davon an, dass also der Name Schwarzreiter so entstanden ist. Jetzt drehen wir so einmal die Fische und dann nehmen wir es wieder rein. Wir empfangen den Experten Dr. Michael Schubert von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Er ist Leiter der Abteilung Fluss- und Seenfischerei. Seine Behörde hat in den 80er Jahren eine noch heute gültige Studie zum Königssee erstellt. Es wurde 3 Jahre intensivst gefischt und geforscht, denn wir wollten wissen, welche Fischarten kommen eigentlich im Königssee vor und vor allen Dingen, welche Bestandsdichten bilden sie aus. 15 Fischarten konnten wir insgesamt nachweisen, hierbei war der Seesaibling absolut die dominierende Fischart. Neben dem Seesaibling kommt in größerer Zahl auch noch die Elritze, die Mühlkoppe und der Flussbarsch im Uferbereich vor. Der Seesaibling, den gibt es im Königssee in 2 Wuchsformen, dem Schwarzreiter, der sich zeitlebens nur von Plankton ernährt und deswegen kaum größer als 20 cm wird. Demgegenüber fressen einige Saiblinge ab gewissem Alter eben auch Fisch und erreichen dann extrem größere Körperlängen bis 30 oder über 40 cm. Der Fischbestand, den wir hier vom Königssee feststellen konnten, entspricht somit ganz klassisch dem Fischbestand eines typischen Seesaiblingssees. Der Landesfischereiverband gibt immer wieder Forschungsarbeiten in Auftrag. Hier interessiert die Taucher, welche Wasserpflanzen kommen vor, um daraus Rückschlüsse auf den Nährstoffgehalt des Gewässers ziehen zu können. Königssee zusätzlich zu seinem smaragdgrünen, kühlen und sauerstoffreichen Wasser auszeichnet, ist eine extreme Nährstoffarmut. Dieses kühle, sauerstoffreiche Wasser bei gleichzeitig wenig Nährstoffen ist die Ursache dafür, dass die Fische auch ein ausgesprochen langsames Wachstum zeigen. Die schroffen Felswände setzen sich unter der Wasseroberfläche fort und der See erreicht eine Tiefe von maximal 192 Metern. Flachwasserbereiche fehlen vollkommen und wir haben dementsprechend auch keine ausgeprägten Schilf- und Pflanzenbestände wie in anderen Seen. Das macht ihn doch sehr einzigartig in Bayern. So, jetzt werden wir den Kasten aus, jetzt darf dann die Fisch fertig sein. Da müssen wir mal reinschauen. Ah ja, die schauen ganz gut aus. Ja, so schaut jetzt der fertige Schwarzreiter aus. Der hat eine braune Farbe, Flossen sind nicht verbrennt. Und so war es eigentlich jetzt am besten, wenn man den gleich essen darf. Früher eine wahrhaft fürstliche Delikatesse. Heute aber erschwinglich. Die Portion Schwarzreiter gibt's für 9,50 Euro.